Hallo und willkommen zu Get Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute, ihr seht's, aus meinem Hotelzimmer in Miami, wenn es nebenbei Pups macht oder ähnliches oder rülpst, dann ist das mein Bruder. Der sitzt hinter der Kamera, zeigt mir gerade einen Stinkefinger. Das ist natürlich unschön. Aber so ist das Leben manchmal hier auf Reisen mit Get Next. Und was soll ich sagen? Das Ganze hier wird mal wieder präsentiert von manscaped.com und all den Produkten, die Mädels und Jungs da rausbringen und dich auch dabei. Ich habe wieder den Weedbacker 2.0 dabei für Ohren und Nase, den Lawnmower 5.0. Ich glaube, ich vergesse mal, dass der Ultra heißt oder heißt nur das Package Ultra? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es rausfinden auf manscaped.com. Auf jeden Fall habe ich den dabei und sogar den Bartschneider, weil ich dachte, in Florida, da ist der Körperkult noch mal eine Ecke härter als in Kalifornien. Da muss ich mithalten können. Und mithalten kann ich augenscheinlich auch mit anderen Influencern, die solche Produkte verkaufen für Manscaped, denn Manscaped wird verlängert bis Ende Juni wieder. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die den Code NEXT20 benutzen, NEXT20. Damit gibt es 20% auf alles. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Was vergesse ich denn jetzt so wieder? Ach ja, und Free Shipping. Von daher, checkt es aus, wie es schon jetzt fast 2 Jahre tut. Und ich denke mal so, wenn das Scheißprodukte wären, dann wären hier schon eine ganze Menge mehr Kritiken angekommen und irgendwelche Hate-Mails. Im Gegenteil. Es geht aber weiter mit Manscaped. Danke dafür. Aber zeigt auch, glaube ich, wie gut die Sachen sind, die da immer wieder rausbringen. Kommen wir zu euren Fragen, die diese Woche aufgelaufen sind. Und es ist, wie gesagt, ein buntes Potpourri durch verschiedenste Basketballbereiche. Aber der Anfang macht natürlich wieder die NBA. Und Buchse, langjähriger Hörer, öfter mal eine Frage hier schon eingereicht, fragt: Ich bin ja kein Fan des Play-In-Turniers der NBA. Aber in diesem Jahr sieht es verdammt wild aus. Wie stehst du zu dem Turnier und den voraussichtlichen Teilnehmern in diesem Jahr? Also erstmal, ich glaube, dass, wie ich zu dem Turnier stehe, das habe ich ja schon sehr, sehr oft an der Stelle hier gesagt. Von daher dürfte es keine Überraschung sein, wenn ich jetzt auch sage, ja, ich bin ein Fan davon. Wir haben, und ich bin alt genug, dass ich das schon erlebt habe, in der NBA ja Zeiten erlebt, wo so die letzten Saisonwochen mehr oder weniger runtergespielt wurden, wo es niemand wirklich interessiert hat, die Teams, die vorne standen, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie noch einen Setzplatz ging Richtung Playoffs, haben es runtergespielt, irgendwie Teams, die unten drin standen. Und das war damals ja sozusagen also ab Platz 10, stellen wir so ab Platz 9. Die haben dann einfach gesagt, ja gut, die Saison ist vorbei, die Youngster können spielen. Ich sage nicht, dass heute nicht mehr passiert, aber ne, wenn man damals gar keine Chance mehr hatte, irgendwo reinzugeraten in eine Playoff-Situation, und so würde ich jetzt mal auch das Play mit reinbeziehen in die Playoffs in dem Sinne, dann hat man den Rest der Saison abgeschenkt. Oder einfach, wie gesagt, die Jungen machen lassen, ein bisschen Trickschuss, ne, solche Geschichten. Das haben wir natürlich jetzt nicht. Also wenn wir mal schauen, wie das in beiden Ligen aussieht oder in beiden Conferences. Natürlich haben wir dann im Osten mit Washington, Detroit, Charlotte und Toronto 4 Teams, die jenseits von gut und böse sind, also vor allem jenseits von gut, und da nichts mehr damit zu tun haben. Das sind aber auch alles Teams im Rebuild, da war von vornherein zu erwarten, dass es jetzt nicht bis zum Ende bei denen um die Wurst geht. Brooklyn, kann man sagen, ja, was zählt die jetzt nicht auf? Die sind 4 Siege hinter Atlanta auf Rang 10, aber ich denke, die haben ja nichts, wofür sie jetzt verlieren sollten. Die haben ja einen Draftpick nicht, von daher, die probieren auch, was irgendwie geht. Geht halt nur nicht so viel bei denen. Und dann hast du aber Atlanta und Chicago, die ja mehr oder weniger schon gesetzt sind jetzt in diesem 9-10er-Matchup im Osten. Aber ihr merkt schon, das ist ja jetzt ungefähr die halbe Eastern Conference, die ich hier aufgezählt habe, von denen dann aber nicht eben 7 Teams einfach oder 8 Teams sagen, oder das war es jetzt halt, sondern nein, das sind halt im Endeffekt nur 4 Mannschaften, die da jetzt nicht mehr wirklich guten Basketball spielen, vielleicht nicht im letzten Einsatz eventuell, aber das ging für die ganze Saison schon um nichts. Von daher, das ist schon eine Verbesserung, wenn man sagt, du hast jetzt mit Chicago und mit Atlanta 2 Mannschaften, die da noch ein bisschen mehr Vollgas geben und eventuell vielleicht sogar Miami, Indiana, Philly. Gut, ne, ob man jetzt, da kann man auch sagen, die hätten auch sonst Gas gegeben, die sind alle nur 1 Sieg auseinander, wenn es um Seeding damals gegangen wäre. Aber in dem Fall kommt natürlich nochmal was dazu, dass man halt im Endeffekt nicht in diesem Play-In landen will. Das wird durchaus jetzt hier passieren kann, wenn man auf Platz 7 oder 8 landet. Und das ist auch eine Brisanz, die wir vorher nicht hatten. Aber so richtig wild wird es natürlich im Westen. Nur der Vollständigkeit halber, da nicht mehr mitspielen um irgendwas, außer Lotteriebälle, Ping-Pong-Bälle, ist eben die Jazz, die Grizzlies, die Trailblazers und die Spurs. Alles gut. Miami
Memphis. Ich bin halt in Miami, deswegen wahrscheinlich der freudsche Fehler. Da wissen wir auch alle, die gehören eigentlich nicht da unten mit rein. Die hatten ein unfassbares Verletzungspech dieses Jahr. Von daher, wenn man überlegt, wenn die jetzt noch normal unterwegs gewesen wären, wäre es ja noch mal brisanter. Aber da hat man dann eben ne, 11 Teams, die da Vollgas geben, weil Houston ja auch relativ nah rangerückt ist jetzt nochmal an Golden State. Und das Wilde ist, dass, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man die Welt wirklich brennen sehen möchte, dann freut man sich auf ein eventuelles Play-in-Tournament in der Western Conference der NBA mit Phoenix, mit Dallas, mit den Lakers und Golden State. Momentan sieht das nicht so aus. Momentan ist Dallas auf Platz 6. Aber ihr wisst auch, es ist wahnsinnig eng im Westen. Ne? Dallas und Phoenix 41 Siege, die Kings haben 40. Und dann, glaube ich, können wir schon sagen, die Lakers gegen Golden State, es sei denn, Houston kassiert noch eins von diesen beiden Teams ein. Darauf können wir uns eventuell schon mal einrichten, dass das Spiel um 9-10 oder 9 gegen 10 sein wird. Puh, und da verlieren wir dann auf jeden Fall schon mal zwei oder drei Hall of Famer, bevor die Playoffs überhaupt losgehen. Also das, da können wir uns drauf freuen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Naja, also ich glaube, die Frage beantwortet sich relativ von selbst. Wenn wir jetzt sagen, gut, wenn wir jetzt kein Play-in-Tournament hätten, dann wären die Chancen so in den letzten, was haben wir jetzt noch, 14, 15 Partien für Golden State, aber auch für die Lakers überhaupt in die Playoffs zu kommen, also die Kings noch zu kassieren oder Phoenix oder Dallas, wer immer da unten nochmal reingerät, oder halt auch die Pelicans, die wären relativ gering. Von daher haben wir zumindest jetzt die Option, dass wir da diese Do-or-Die-Spiele halt sehen. Das finde ich eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Ich denke jetzt auch nicht, dass man irgendeinem Team Unrecht tut. Also in dem Fall, wenn wir jetzt mal von ausgegangen momentan haben, also Phoenix, Sacramento oder Miami und Philly, die momentan auf 7 und 8 stehen im Osten, dass die jetzt nochmal in so ein Do-or-Die-Spiel müssen, wenn sie das Spiel 7 gegen 8 verlieren. Ich sag mal so, die kriegen alle eine Menge Geld dafür. Ist nicht so, dass die jetzt einen riesigen Vorsprung hätten vor den Teams, die dahinter stehen. Natürlich kann sich in so einer Saison immer alles ausgleichen, aber das Einzige, was mir einfallen würde, wo es ungerecht wäre, wäre wirklich, wenn du auf Rang 7, 8 irgendwie Teams hast, die 8, 9, 10 Siege vor oder 5 Siege vor denen, hinter denen stehen. 5 ist zu wenig. Sagen wir 6, 7, 8, 9, 10. Und man sagt, das ist ein krasser, eklatanter Qualitätsunterschied. Das sehe ich ja einfach nicht. Und dann muss man einfach in der Lage sein, nach so einer langen regulären Saison auch am Ende dann dieses extra Spiel zu machen und eben auch so ein Spiel zu gewinnen. Zumal wir auch nicht davon reden, dass sie jetzt seine Mannschaften eventuell ausscheiden, die Meisterschaftsfavoriten wären. Es ist ja jetzt nicht so, dass man, wie wir es zum Beispiel gerade in der March Madness sehen, gestern hat Kentucky an Nummer 3 gesetzt, verloren gegen Oakland, wo man sagt, okay, das war jetzt nur ein Spiel, do or die, und da ist ein Team, was eventuell sogar hätte Meister werden können, hier jetzt ausgeschieden, weil sie einen schlechten Tag hatten oder der Gegner einfach Glück hatte. Das haben wir hier nicht, weil Teams gegeneinander spielen, die ungefähr das gleiche Level haben. Von daher, nee, ich bin nach wie vor ein riesen Fan vom In-Season-Tournament. Zusammen mit dem NBA Cup hat es die Buchenden der regulären Saison aufgewertet. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man, wenn man alle Fakten sich dann hinlegt, sagen kann, das ist was Schlechtes, sondern ich denke, das ist eine gute Geschichte. Ich weiß, jemand wie LeBron James, der sagt dann, ein Jahr ist es schlecht und dann das Jahr, wo er sich darüber qualifizieren kann, ist das die beste Erfindung aller Zeiten. Aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Henrik Hoppe fragt, Tim Hardaway Jr. steckt in einem Shooting Slump. Er selber traut sich teilweise aber auch nicht zu werfen in den Spielen. Als Beispiel in der Partie gegen die Bulls wirft er einen von 4, wahrscheinlich 3er, ne? Das Spiel gewinnen die Mavs klar. Da stellt sich mir als Nicht-Basketballer die Frage, warum versucht er sich in so einem Spiel nicht rauszuballern aus diesem Slump, also aus dieser Krise? Beziehungsweise wie kommt man aus so etwas generell wieder raus? Vielleicht erstmal zu dem Rausballern. Na gut, klar, ne? Ich hatte auch mal einen Trainer, der gesagt hat, du nicht schießt, du nicht triffst. Da hast du natürlich vollkommen recht. Von daher, wenn du keine Erfolgserlebnisse hast, ist es natürlich auch schwer, aus so einer Krise rauszukommen. Gleichzeitig ist es so, dass man natürlich gucken muss, Basketball ist kein Tennis. Ich muss natürlich schauen, dass ich in einem Teamkonzept halt mich da bewege und da eben auch meine Würfe mir hole und eben auch Würfe hole, die, sag ich mal, auch die Würfe sind, die ich normalerweise auch nehme. Es nutzt nichts, wenn es nicht läuft und ich einfach hingehe und sage, nee, heute ballere ich mich da raus, heute, egal was passiert, ich nehme die Würfe, sobald meine Finger irgendwie das Kunstleder berühren.
Das macht ja dann auch keinen Sinn. Das macht es im Zweifel auch noch schlimmer, weil zum einen du das eigene Team aus dem Rhythmus nimmst und dich auch selber und dann schwere Würfe nimmst und dann kann sich alles mal potenzieren. Ich habe auch mal die Zahlen auch rausgesucht, wo dieser Slump angefangen hat. Ich denke mal, wir reden hier um die letzten 6 Partien. Allerdings trifft er da 36%. Das ist jetzt im Vergleich zu den 35,8% in der ganzen Saison und 36% in seiner Karriere eigentlich auch kein Slump. Wenn man jetzt sagt, man bezieht es vielleicht nur auf die. Ja, ich meine, okay, ich meine, die 6 Partien, ist es so, dass er 0 von 3, 1 von 5, dann 5 von 9, das wertet natürlich Statistik sehr auf, dann 0 von 2, 1 von 2, 0 von 3 schießt. Wenn wir jetzt mal das. Aber ich kann leider dieses Spiel von gegen OKC, wo er da im 5 von 9 Dreier trifft, schlecht rausnehmen. Aber im Kopf kann ich kurz rechnen. Also dann 2 Treffer von 18, 2 von 15. Aber er hat ja zwischendurch dieses Erfolgserlebnis gehabt. Also man könnte jetzt hingehen und sich jeden einzelnen Dreier angucken und sehen, wie wurde er da verteidigt? Waren das gute, schlechte Würfe? Waren das eng verteidigte Würfe? Waren das Catch-and-Shoots? Waren das vielleicht Sachen aus dem Dribbling, die er vielleicht nicht hätte nehmen sollen? Schwer zu beantworten. Generell, wenn wir es jetzt von Tim Hardaway Jr. wegnehmen, sondern generell globalere Antworten, ist es so, dass ich denke, dass du natürlich zum einen hingehen solltest als Spieler dann und dann versuchst dir im Training diese Erfolgserlebnisse zu holen. Das ist natürlich total Unterschied, ob du jetzt im Training einfach nur einen Shooting Drill machst oder ob du halt im Spiel wirfst. Ne? Klar kann man auch sagen, hey, du versuchst vielleicht irgendwie im Training nochmal mit den Coaches zu simulieren, dass es da Closeouts gibt oder ähnliches, je nachdem, woran man denkt, dass es jetzt hakt. Aber auch das kann natürlich eigentlich in der Spielsituation nicht total hundertprozentig abbilden. Von daher, im Endeffekt, wie so oft, sollte es auch hier heißen, trust the process. Ne? Red vielleicht mit den Coaches in dem Sinn, dass sie sagen können, hey, fällt denen irgendwas mechanisch auf an deinem Wurf? Manchmal sind es ja Kleinigkeiten. Allerdings muss man da aufpassen, dass man nicht zu sehr ans Denken gerät und ins Micromanagement und dann irgendwie Sachen vielleicht visualisiert, die gar nicht da sind. Wenn man dann vielleicht erfährt, okay, also eigentlich mechanisch sieht das alles gut aus, technisch, dann muss man vielleicht ein bisschen sich die Zahlen genauer anschauen. Da gibt es ja dann genug Leute. Man kann ja irgendwie sagen, hey, Assistant Coach A, B, kannst du mal mit dem Analytics Department sprechen und mir mal die Dreier alle zusammenschneiden lassen, die ich verworfen habe in den letzten, was ich, 8, 9 Spielen. Obwohl ich auch nicht weiß, ob es dann gut ist, wenn man das dann auch nochmal visualisiert. Vielleicht sollte man sich eher die Würfe zeigen lassen, die drin waren. Aber nochmal, man muss eben eventuell eine Ursache finden. Vielleicht liegt es auch daran, dass, was weiß ich, es wie eine Verletzung sich ankündigt oder eine gewisse Müdigkeit. Aber am Ende des Tages, ja, brauchst du halt Erfolgserlebnisse, aber man sollte es halt auch nicht erzwingen, sondern im Prozess bleiben, weil es hat ja funktioniert. Es ist nicht so, dass er jetzt noch nie werfen konnte. Er kann werfen. Man muss ihn in die Situation bringen, wo er den Ball durchs Netz fliegen sieht. Und dann, je nachdem, wann das passiert, wird es sicherlich nochmal besser werden. Außerdem, jetzt nochmal kurz zurück zu THJ. Wenn man sich die Zahlen jetzt anguckt, und wie gesagt, das ist ja nur diese letzten die 6 Partien, da muss man auch sagen, naja, wenn er in diesen 6 Partien das eine Spiel hat, wo es wahnsinnig gut läuft und der Rest war jetzt nicht so gut und er wirft quasi genauso prozenttechnisch wie den Rest der Saison, dann würde ich nicht unbedingt von einem Slump sprechen, dann würde ich auch sprechen, dass sich das ja eigentlich genau statistisch darin bewegt, wie das bei ihm sich die ganze Saison eigentlich auch darstellt. Elijah fragt, Joel Embiid ist verletzt und das schon lange. Das ist nichts Neues und auch nichts Positives, aber gibt es daran vielleicht etwas Positives? Tyrese Maxey ist seitdem die erste Option der Offensive der Sixers und hat somit die Möglichkeit zu lernen, wie er gegen mehr Druck und mit einer größeren Verantwortung agieren kann. In Abwesenheit des großen Bruders. Wie positiv siehst du das für seine Entwicklung? Glaubst du, dass er das Potenzial hat, irgendwann mal die erste Option eines Titelfavoriten zu sein? Generell gibt es natürlich dieses Phänomen, dass Spieler in Mannschaften, wo ein Star oder sagen wir mal ein hochvolumiger Werfer fehlt, dass dann Spieler aus der zweiten, dritten Reihe nach vorne gehen können und man sieht, ach guck mal hier, ne, der kriegt jetzt andere Abschlüsse, andere Verantwortung, die er vielleicht anders nicht bekommen hätte. Und dann kann man natürlich an solchen Aufgaben halt wachsen. Ob es jetzt bei Tyrese Maxey allerdings so der Fall ist, ich würde das ein Stück weit bezweifeln, ehrlich gesagt. Ich schaue mal kurz einmal nach, ob ich da auch Zahlen zu finden. Also ich meine, erstmal ist es so bei ihm, er
ist natürlich jemand, der vorher auch schon eine große Rolle hatte. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, okay, der hat 10-mal pro Spiel geworfen und jetzt wirft er 20 Mal. Jetzt was ich kriegt auch den Ball in die Hand, vorher hat er viel Catch and Shoot gemacht. Das ist ja nicht so. Ich sehe jetzt gerade seit dem 1. Februar fehlt Joel Embiid. Da kann man jetzt natürlich mal schauen, haben sich die Abschlüsse, also zumindest die Anzahl, da hat sich das verändert bei Maxi. Und bei Maxi, wenn wir jetzt mal reingucken, gucken wir weg vom ersten Saisonspiel bis zum 1. Februar, wo wir da landen. Da. Dann landen wir bei 20 Würfen pro Partie, 26 Punkte, 8,3 Dreier. So, wenn wir jetzt sagen, wir gucken eben ab dem dritten, ist ja das erste Spiel, dann bis heute, das ist natürlich ein relativ kleines Sample Size jetzt, aber weil auch ein bisschen gefehlt hat, dann sind wir bei 20,5 Würfen, 24,4 Punkten und 7,5 Dreiern. Also statistisch kann man da jetzt nicht ablesen, dass da irgendwie die Rolle größer geworden ist. Aber das ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit. Jetzt müssen wir natürlich eigentlich ganz genau hingucken, was sind das für Abschlüsse, wie wird er da reingebracht, wird er anders verteidigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich gerade, wenn er aus dem Pick and Roll zusammen mit Embiid agiert hat, dass da die Verteidigung andere Strategien gefunden hatte, als sie das jetzt vielleicht tut, wenn er das mit Paul Reed vielleicht macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich eventuell ein bisschen mehr Räume auftun, wenn ich mit 5 Mann draußen spielen kann. Auf der anderen Seite, Embiid spielt ja auch draußen mit seinem Dreier, den er dieses Jahr auch eigentlich wie immer ganz gut getroffen hat. Von daher, ich tue mich sehr schwer, jetzt irgendwas bei Maxi jetzt dran festzumachen. Eventuell könnte man sagen, wenn es jetzt in the clutch, also in knappen Partien am Ende, wenn man jetzt öfter über Maxi gegangen wäre als in der Vergangenheit, das sind natürlich gute Raps, die man da mit dazu bekommt. Aber nochmal, aufgrund der Tatsache, dass er vorher einfach auch schon sehr, sehr viel gemacht hat und dadurch, dass Joel Embiid zum Anfang da war, aber eben James Harden nicht mehr, er da schon diese Expansion seiner eigenen offensiven Rolle erfahren hat, würde ich jetzt nicht sagen, dass die Abwesenheit von Embiid da jetzt nochmal einen großartigen, eher positiven Einfluss gehabt hat. Was eventuell sein kann, aber das können wir von außen natürlich immer schwer beobachten, wie ist das in Sachen Leadership? Also ist er jemand, der jetzt vielleicht ein bisschen mehr redet, eben weil Embiid nicht dabei ist? Ist Embiid eigentlich vielleicht so, und ist das ein verbaler Leader oder ist auch jemand eher einer, der mit einem guten Beispiel vorangeht? Das wissen wir halt nicht. Von daher aber würde ich erstmal jetzt nicht vermuten wollen, dass es da großartig was getan hat. Kann er jetzt jemand sein, der die erste Option eines Titelfavoriten ist? Ich mache heute mit Dean den zweiten Teil des 1-2-3 Podcasts, wo wir genau gucken, haben die jeweiligen Teams schon einen Spieler, der der beste, zweitbeste, drittbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein kann. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es die beste Option sein muss. Bei ihm hätte ich aber Stand heute ein bisschen Bedenken, ihn da Nummer 1 zu nennen, weil er zum einen gut ist, 23, ist auch nicht mehr blutjung. Aber wie gesagt, in der Rolle, in der er jetzt ist, sehen wir ihn jetzt zum ersten Mal mit 26 Punkte, 6 Rebounds pro Spiel. Die Zahlen so sind ja alle sehr, sehr gut. Aber ich würde wahrscheinlich momentan immer noch ihn nur mal als 2 sehen, weil ich bei ihm auch nicht weiß, wie dominant er sein kann, was das Scoring angeht. Aber das können wir vielleicht dieses Jahr in den Playoffs dann auch sehen. Aber perspektivisch an die Nummer 1, Ich traue ihm das schon zu, da müssen, glaube ich, noch Sachen passieren, die man immer ganz schwer voraussehen kann, eben vor allem, wie man halt unter Druck dann agiert, etc. Konter 1848, auch noch eine Frage zu Embiid. Er fragt, sollte Embiid, wenn er die Möglichkeit hat, auf die Playoffs auf gut Deutsch scheißen und sich richtig auskurieren, dafür Olympia mit den USA spielen, wenn die da mit einem Top-Team antreten? Er könnte da alles auseinandernehmen, Gold holen und was für seine Legacy tun, anstatt wieder in der ersten oder spätestens zweiten Runde in den Playoffs zu fliegen. Da habe ich mehrere Probleme, ehrlich gesagt, mit der Frage und dieser Prämisse. Also erstmal, ich glaube nicht, dass großartig viele Spieler in der Geschichte der NBA wahnsinnig dafür gefeiert werden, dass sie mal eine Goldmedaille gewonnen haben, wenn sie in der normalen NBA jetzt nicht viel gerissen haben. Also zum Beispiel, klar, Chris Mullin wird gerne genannt als Goldmedaillengewinner und wird auch gerne genannt als Dreamteamer, natürlich.
Aber ändert das jetzt irgendwas am Ende des Tages in der Wahrnehmung von ihm? Er ist halt nie Meister geworden. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Bei John Stockton oder Karl Malone wüsste ich jetzt auch nicht, dass die großartig davon profitiert haben, dass sie dann im Dream Team waren. Gut, ich meine, sie waren Dream Team, okay, er steht immer mit dabei, damit sind sie auch nochmal in die Hall of Fame gekommen mit dem Dream Team, aber sagt jetzt irgendwer, wenn ich also Herr Thomas mit John Stockton vergleiche, der eine hat Olympia gewonnen, also ist der für mich weiter vorne, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also den ganzen Begriff Legacy können wir eigentlich streichen, wenn es darum geht, das sportliche Vermächtnis von NBA-Spielern zu vergleichen etc. Also bei Embiid, um das jetzt mal weiter zu spinnen, sagen wir mal, der wird nie Meister, ist vielleicht nur einmal MVP am Ende geworden und hat eine Goldmedaille versus der macht das gleiche, aber ohne Goldmedaille. Eine Goldmedaille mit den USA ja auch noch, wo man vielleicht auch sagen muss, gut, wenn man mit denen Gold holt, mit einem Dream Team, dann ist es natürlich nice to have, aber sagen wir mal, er wäre mit Frankreich angetreten und hätte zusammen mit Wemby die USA geschlagen, also ist vielleicht ein bisschen höher einzuordnen. Aber keine Ahnung, das ist natürlich mal auf den Blickwinkel desjenigen an, der das dann bewerten möchte. Fakt ist, dass, glaube ich, niemand sagt, hey, Gott sei Dank war Joel Embiid dann bei den USA dabei und hat gegen eine unglaublich starke Konkurrenz im Rest der Welt Gold geholt. Also das hat, glaube ich, legacy-mäßig gar nichts zu bedeuten. Das andere Problem, was ich habe, ist zu sagen, ah, ich kuriere mich jetzt mal richtig aus und dann spiele ich Nationalmannschaft. Das wäre eigentlich genauso, wie man sagen würde, boah, ja, also eigentlich, ich war jetzt ziemlich lange krankgeschrieben und eigentlich könnte ich vor dem Sommerurlaub nochmal an einem ganz, ganz wichtigen Projekt auf der Arbeit mitwirken. Aber ganz ehrlich, ich möchte eigentlich super entspannt in den Sommerurlaub gehen, weil da würde ich ganz gerne ein bisschen klettern und so eine Rundreise durch Thailand machen. Da möchte ich eigentlich fit sein und nicht so ausgelaugt da ankommen. Weil, also, ich meine, so letztes Mal, als ich gecheckt habe, kriegen die ja Geld dafür, was sie machen. Also fürs Basketballspielen. Und da würde ich dafür denken, dass man, wenn man das dann kann, ja, und ich denke jetzt ja auch nicht, dass sie bei ihm, bei seiner Verletzungshistorie, die er durchaus hatte bisher in seiner Karriere, dass sie dann mal sagen, ja gut, pass auf, also wir schicken dich jetzt mal mit 75-80% da rein, du steckst das schon ganz gut weg. Sondern ich glaube, noch alles, was wir über die Sixers wissen und mit ihrem Handling, mit Joel Embiid, seit sie ihn gedraftet haben, ja im Endeffekt, werden sie eher vorsichtiger sein, als da irgendwas zu riskieren, um eben den Spieler nicht längerfristig zu verlieren. Von daher müsste man es eigentlich umdrehen und sagen, naja, wenn er jetzt zurückkommt und er spielt, ist es denn so eine gute Idee, dann noch den Sommer ranzuhängen mit Team USA und danach dann quasi relativ wenig Zeit zu haben, um sich dann nochmal auszukurieren, vielleicht dann auf die neue Saison vorzubereiten. Von daher finde ich, das ist schon sehr verquer und sehr falsch herum, das Pferd aufgezäumt. Michi fragt, deine Meinung zu Jalen Green momentan? Starker Lauf oder hat er sich wirklich so gesteigert in den vergangenen Wochen? Ist immer schwer zu sagen, weil es sind nur 11 Spiele, über die wir hier sprechen, aber ich habe mir die Zahlen rausgesucht. 27,2 Punkte, also in diesen 11 Spielen. 5,8 Rebounds, 3,3 Assists. Das sind Zahlen, die sind natürlich sehr, sehr gut. Ne? Also auch gerade im Vergleich zu dem, was er in der Saison bisher so gemacht hat. Das kann ich auch noch mal kurz schnell vorlesen, also nur diese Counting Stats. Das sind in seinem Fall bisher 19,2 Punkte gewesen, 5 Rebounds und 3,3 Assists. Also im Endeffekt bei den Punkten sind es knapp 8 mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, der Şengün ist ja nicht mehr dabei, gut, aber der fehlt ja nicht seit 11 Spielen, sondern dieser Streak, der begann vorher von Green. Und das Erste, was man gucken muss, wenn man vielleicht so einen Anstieg gerade bei Punkten halt sieht, ist natürlich zu schauen, okay, also hat er vielleicht etwas mehr geworfen, ist dann vielleicht auch die Quote in den Keller gegangen, spielt er mehr Minuten, ne, wo kommt das her? So. Dann sehen wir bei den Minuten, ja, er spielt 36,3 Minuten in diesen 11 Partien, das sind 5 Minuten mehr als sonst. Das ist natürlich also ein ziemlich eklatanter Anstieg mitten in der Saison. Es ist so, dass er seine Dreierquote auf 39,4% geschraubt hat. In der Saison liegt die nur bei 32,7. Und er hat seine Dreierversuche auf 9,9 Dreier pro Partie angehoben. Sonst macht er 7 pro Spiel. Aber insgesamt bei Feldwurfversuchen hat er 4,5 Versuche mehr als 20,4. 20,4 ist halt schon wirklich ein elitärer Wert. Das ist der Wert einer ersten Option im Angriff. Und wie gesagt, das kommt jetzt nicht nur, weil Şengün fehlt.
Von daher, da muss irgendwas Klick gemacht haben. Ich hatte ja das Spiel kommentiert gegen die Cavs. Ich glaube ja gegen die Cavs. Ne? Und auch darüber gesprochen, dass Green dieses Jahr in Basketball-Hinsicht schon einen ziemlichen Seriositätszuwachs zu verzeichnen hatte. Aber da scheint es wirklich auch von Coaches Stelle die Realisierung gegeben zu haben, hey, wir haben da jemanden, der jetzt weiß, worum es geht und der versteht, was wir da vorhaben und den wir auch gerne besser, länger spielen lassen sollten. Und das zahlt sich gerade richtig aus. Von daher, das ist jetzt ein schöner Trend, sollte man beobachten. Aber, das will ich auch zu bedenken geben, eine Sache, die wir natürlich sehen bei jungen Spielern in den ersten Jahren, ist, dass sie immer mal wieder so Sprünge drin haben. Das muss jetzt nicht, also in der Regel, klar, merken wir es vor allem, wenn es von Saison zu Saison passiert, wenn eben Leute im Sommer halt einfach ein tolles Programm haben, Vollgas geben und dann einfach mehr bringen. Und diesen Sprung haben wir ja so statistisch, ich will jetzt nicht alles da jetzt herbeten, aber von Green zum Jahr, von Jahr 1 zu Jahr 2 gesehen, 17,3 auf 22 Punkte. Ne? Alle anderen Zahlen blieben wir irgendwie gleich. Auch irgendwie gleich ineffizient, Zweierquote war schlechter. So. Und zu dieser Saison, vom zweiten Jahr, war der Sprung eigentlich nicht zu sehen. Ne? 22 auf nur 19 Punkte. Klar, ein bisschen mehr Rebounds, aber auch weniger Assists, schlechtere Dreierquote, bessere Zweierquote, okay. Aber da gab es ja auch Gründe für stellenweise, also, dass jetzt auch Fred VanVleet dazu kam und so, und dass das Team einfach auch die Statik da geändert hat im Kader und natürlich auch ein neuer Trainer. Nur jetzt, wenn wir diese Zahlen zuletzt jetzt sehen, dann sehen wir jetzt wieder einen Sprung. Wir sehen halt auch einen Sprung, wie gesagt, in der Effektivität, in der Effizienz. Und das muss man natürlich weiter beobachten. Es kann einfach nur eine gute Phase gewesen sein. Aber dadurch, dass die Quoten auch so gut waren und die Rolle so expandiert wurde und jetzt nicht nur ein, zwei Spiele dabei waren, wo er mega heiß war und da einfach die Zahlen verfälscht hat, würde ich sagen, hey, das weist darauf hin, dass bei Jalen Green, und das war auch nötig in vielerlei Fällen, es in einigen Bereichen Klick gemacht hat. Und das zahlt sich jetzt durch die Leistung einfach wirklich aus. Komm kurz zusammen. Wir müssen über Schlaf sprechen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet schon. Ich wusste es nicht. Also jetzt weiß ich auch schon seit einer ziemlich langen Zeit, seit einem guten Jahr, halbes Jahr. Schlaf ist ja wirklich somit das Wichtigste, wenn es um Leistung geht. Ja, ich dachte früher immer so, okay, hauptsächlich irgendwie 8 Stunden im Bett und eine Stunde gucke ich noch aufs Handy morgens und abends und der ganze Rest, das reicht irgendwie. Ist aber nicht so. Man sollte ja schon irgendwie gucken, dass man das so gut optimiert, wie es irgendwie geht. Und eine Sache, die für mich am Ende so das i-Tüpfelchen war, nach allen möglichen Dingen, die ich da zusammengezogen habe, waren halt die Blackroll-Produkte. Ne, deren Winterset mit dem Recovery Blanket und dem Recovery Pillow. Das war wirklich jetzt nochmal am Ende nicht komplette Game Changer, aber ich habe ja schon viel vorher gemacht, darauf geachtet, dass ich mit Schlafbrille schlafe, also dass die Augen verdunkelt sind, weil ich bei uns ehrlich gesagt auch das Schlafzimmer nicht abdunkeln darf, weil meine Frau sagt, sie kann nicht im dunklen Raum schlafen, wo ich denke, come on. Aber ihr wisst, wie das ist vielleicht. Jedenfalls, die Decke gerade jetzt im Winter zu haben, dass es eben dann nicht zu warm wird, sondern dass die Feuchtigkeit abtransportiert wird. Das hilft mir einfach auch durchzupennen, das hilft mir bei der Regeneration nach dem Training. Und das ist einfach für mich ein Gamechanger gewesen. Und das merke ich auch hier, ne, gestern angekommen, Jetlag, Hotelbett, ihr seht das hinter mir. Ne, viele Kissen, richtig gut, aber einfach die Kissen an sich nicht so wirklich. Und da vermisse ich wirklich vermisse ich mein Recovery Blanket und mein Recovery Pillow. Ich habe sogar zwei. Eins, was ich zwischen die Beine mache und eins, wo ich mich reinkuschel. Wenn ihr denkt, ja, schlafmäßig habe ich relativ wenig bisher gemacht, vielleicht kann ich noch was optimieren, ja, dann geht doch auf blackroll.com/de und mit dem Code DANKMIT50 kriegt ihr da 15% Rabatt, aber bitte blackroll.com/de, auf der deutschen Seite gilt der Code nur. Und dann schaut doch mal rein. Wenn ihr sagt, der wird das ja eigentlich auch schon vorbei, haben die auch was für den Sommer oder für ganz Jahres? Ja, gibt es da alles auch. Checkt's aus. Ihr könnt 90 Nächte Probe schlafen und gucken, ob die CLE-Anfüllung was für euch ist. Für mich ist ja auf jeden Fall was. Checkt's aus. Es gibt auch mehrere Größen. Ihr habt auch eine Reisetasche. Und jetzt werden viele sagen, es gibt eine Reisetasche, warum hast du das nicht mitgenommen? Ja, das frage ich mich auch. Dan Aber Bauer mit der nächsten Frage. Kommt der Basketball, den die Nuggets aktuell zaubern, für dich an den der Spurs von 2014 heran? Ich finde es erstaunlich, dass das Team um den Joker, egal bei welchem Score, gefühlt immer das richtige Play sucht.
ich tue mir ein bisschen schwer, weil natürlich, was im Endeffekt fast 10 Jahre her, dass wir die 2014er Spurs gesehen haben, das, was bei uns natürlich noch präsent ist, sind diese beiden, ja, unfassbaren Videos von all den Highlights und den geilen Plays und so, wie der Ball läuft, wie sie passen. Das ist natürlich das, was, wie gesagt, im Gedächtnis geblieben ist. Das sind die Highlights und das sind aber auch die Highlights. Also das ist auch der Nachteil bei solchen Supercuts mit geilen Szenen, ne? Genau wie man es ja oft jetzt sieht von irgendwelchen halbguten Spielern aus den, weiß ich nicht, 2000ern, wenn man irgendwie dann diese Highlight-Videos zusammenschnitten sieht und dann irgendwelche YouTube-Entrepreneure denken, oh, ich erzähle jetzt mal hier den Youngstern, dass, keine Ahnung, Andre Miller ein Problem war. Und dann guckt man rein und denkt, das ist der beste Point Guard aller Zeiten gewesen. Und der war natürlich auch gut. Sonst gäbe es ja diese Highlights nicht, aber da wird eben viel einfach überhöht und einfach zusammengepackt, was dann vielleicht, wenn man es ausbreitet auf die ganze Karriere, immer noch die tolle Szenen sind, aber natürlich nicht die Dominanz darstellen, die man vielleicht dann vermutet, wenn man diese Szenen halt sieht, in dieser Kompaktheit. Aber natürlich sind die Spurs damals Meister geworden. Das war ein toller Basketball und es musste nicht immer ein Angriff sein mit 5 Touchpassen und dann am Ende noch durch die Beine und dann war es ein Dank von Thiago Splitter. Die haben natürlich auch so seriösen Basketball gespielt, wo man auch mit der Zunge geschnalzt hat. Aber das ist natürlich was präsent, das sind eben diese Highlight-Videos. Und diese Highlights so sieht man jetzt vielleicht auch von den Nuggets nicht, die sieht man von einem. Das ist dann halt natürlich Nikola Jokic mit seinen unfassbaren Lobs dann oft auf Aaron Gordon oder diesen Pässen, wo er irgendwie, ja, keine Ahnung, man denkt, der wirft und dann macht das Handgelenk aber auf irgendwie eine andere Bewegung und dann geht ein Pass in eine ganz andere Richtung. Das ist natürlich toll. Das sieht man natürlich unglaublich gerne und glaube ich, das wissen wir alle zu schätzen. Aber wenn man natürlich jetzt das vergleicht mit dem, was man im Kopf hat, mit diesen Highlights, dann ist es natürlich etwas anderes, weil da gefühlt der Ball durchs Team mehr lief und die natürlich auch Spieler hatten, wie zum Beispiel Boris Dior, der einfach quasi wahrscheinlich sich selber zur Aufgabe gemacht hat in dem Jahr, dass der Ball weiterläuft, immer weiterläuft, immer weiterläuft. Und das war einfach dann nochmal eine Mannschaft, glaube ich, die mehr übers Kollektiv kam und weniger jetzt über die einzelne, über die individuelle Brillanz. Brillanz ist das ein schweres Wort, sorry. Aber der Weg, den die Nuggets da gehen, offensiv, das ist eben, pun intended, the right way. Also den Ball zu teilen, den Ball weiterlaufen zu lassen, Point Five als Prämisse und eben auch die Idee, nicht den guten Wurf zu nehmen, sondern den sehr guten Wurf. Wir reden ja bei den Heat oft immer über Heat Culture und sowas und dass man sich selbst in den Dienst der Mannschaft stellt und Opfer bringt und so. Das ist ja auch richtig. Play the right way, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort geworden. Man kann auch nicht behaupten, dass die Teams von Larry Brown so gespielt haben wie die Spurs oder so gespielt haben wie die Nuggets. Aber für mich persönlich ist es dann doch irgendwie ein passender Begriff dafür, wenn man denkt, na, wenn man sieht, wie die Nuggets spielen, wenn man gesehen hat, wie die Spurs gespielt haben, das fühlt sich schon richtig an. Also einen Korb zu sehen, nach 4, 5 Pässen, nach 1, 2 Drives, die Defense killen, zum nicht halbfreien Mann, sondern zum richtig freien Mann in der Ecke. Das fühlt sich einfach richtiger an, als nach vorne dribbeln, hohes Pick and Roll, Center Rotzi ab, halbwegs freien Dank den Ball. Das sind beides Punkte, sind beides effiziente, effektive Plays, aber das eine fühlt sich eben richtiger an. So. Und in die Richtung operieren natürlich auch die Nuggets. Aber ich würde schon sagen, für mich ist es der beste Basketball, den ich hier gesehen habe, damals von den Nuggets, von den Spurs. Da sind die Nuggets noch nicht. Und können sie vielleicht auch nicht sein, weil ich denke, dass das Team damals von den Spurs, wenn wir sehen, wer da gespielt hat, wenn wir so Duncan und Jokic mal gleichsetzen, so als absolute Superstars, und das war ja Duncan zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Aber wir sagen, da haben wir dieses Top-Talent. Dann ist es ungefähr noch gleich. Aber wie gesagt, Duncan war ja schlechter damals, als Jokic jetzt ist. Aber wenn wir den ganzen Rest sehen, Parker, Ginobili, Dior, die Shooter, die sie hatten, dann merkt man schon relativ schnell, da ist halt, was dieses Play the right way, ne, den Ball weiterlaufen lassen, bisschen auch Spielintelligenz, Spielwitz, da sind sie halt weiter. Ich sage nicht, dass Jamal Murray den nicht hat, aber wenn wir jetzt sagen, wir haben Joker als Clan, ne, Spielwitzkönig dieser Mannschaft, dann Murray dahinter. Danach ist es ja dann schon so, denn das sind halt viele Rollenspieler, die ihren Job wahnsinnig gut machen, aber eben vielleicht nicht diese Möglichkeiten haben, den Ball weiterlaufen zu lassen, weiterzudenken, wie das damals bei den Spurs war.
Nico, du kannst den perfekten aktuellen NBA-Spiel zusammenstellen. Welche Spieler nimmst du für folgende Attribute? Athletik, Dreier, Defense, Mitteldistanz, Führungsqualitäten, Freiwürfe, Restricted Error und Trash Talk. Fick auf, dass ich Mitteldistanz vergessen habe in meiner Liste hier. Egal, ich mache es mal alle und dann sage ich euch Mitteldistanz. Athletik. Habe ich Anthony Edwards, weil ich denke, ja, also da muss man jetzt nicht groß drüber reden. Also ich meine, viele setzen es nur mit Sprungkraft gleich, aber ich denke, man muss auch noch ein bisschen weiter schauen. Koordination etc., Power, Kraft. Hätte ich einfach gerne Edwards. Außerdem muss ich sagen, bei allen Sachen, die jetzt hier kommen, es ist schon schwierig, immer den Spieler von dem einzelnen Attribut zu trennen. Ne? Also zum Beispiel bei Athletik würde ich auch sagen, natürlich Victor Wembanyama weit vorne, weil er mit dieser Länge eben so eine Koordination hat etc. pp. Das ist sicherlich auch schwerer als für einen kleinen Spieler. Aber es muss ja auch übertragbar sein vielleicht auf den Spieler, der dann kreiert wird. Ich weiß, das ist hier eine hypothetische Frage, aber die Gedanken mache ich mir dann auch. Dreier. Steph Curry, weil einfach, das ist nicht nur die Wurfbewegung, dann wäre ich immer bei Klay Thompson, sondern in dem Fall natürlich auch, wie bereitet er die vor, wie kommt er zu seinen Dreiern, wie gut trifft er, ist für mich Curry weit vorne. Defense, das ist auch so ein Punkt. Kann man nicht sagen, Wembanyama, der wird wahrscheinlich nach der Saison nicht Defensive Player of the Year werden, aber dann wahrscheinlich die nächsten Jahre ein paar Mal. Von daher könnte man natürlich vortrefflich hier nennen, aber wenn es für mich darum geht, jetzt hier den perfekten aktuellen NBA-Spitzen zu stellen, dann brauche ich einen Verteidiger, der auch auf dem Flügel einfach wirklich elitär ist, der sehr, sehr viel machen kann, jetzt nicht nur in Anführungszeichen auf unserem Körper lebt. Und dann bin ich auch bei Alex Caruso gelandet, stellvertretend für viele andere, ob es jetzt in Herb Jones ist oder wie sie alle heißen auf dem Flügel, diese Jungs, die wirklich Vollgas geben, Kawhi Leonard oder so. Aber Caruso, auch ein bisschen Recency Bias, weil ich ihn mit Chicago in LA gesehen habe, aber ist einfach so ein Spieler für mich, denkt defensiv auf einem extrem hohen Niveau, ist jetzt körperlich nicht großartig bevorteilt, aber komplett fit, auch stabiler, als man das denkt. Entschärft viele Geschichten, hat den richtigen Biss. Ich finde für ihn das Paket von allem, das passt für mich irgendwie am besten zusammen und finde ich am leichtesten übertragbar auf einen Spieler, sage ich mal, der jetzt nicht 2,13 groß ist. Führung? Führung ist schwer, weil wir Führung nicht sehen. Ne, von Führung können wir immer nur, na klar, mal sagen, LeBron ist auf jeden Fall, weil alle haben Respekt vor dem und dann tweetet er Sachen und Leute denken direkt drüber nach. Kann man natürlich machen. Ich weiß aber nicht, ob bei ihm das alles immer so hundertprozentig dann auch positiv ist, was er so als Führung versteht. Das soll jetzt keine überbordende Kritik sein, weil er nicht weiß, wie es ankommt. Aber ich habe ein paar Sachen letzten Jahre schon Probleme gehabt. Deswegen in dem Fall hier habe ich mich entschieden für einen Spieler, der eigentlich, glaube ich, nicht unbedingt als Lautsprecher oder so bekannt ist. Im Gegenteil, Nikola Jokic. Einfach weil ich denke, bei ihm scheint diese Mischung zu stimmen von ich gehe voran mit dem, was ich tue. Ich habe den Respekt meiner Mitspieler verdient, einfach weil ich so verdammt gut bin. Und er ist dann auch jemand, der dann mal was sagt. Oder eben, wie wir es jetzt erfahren haben, wenn man eine Textnachricht schickt, nach dem All-Star-Break, so Freunde, jetzt wäre es schön, wenn wir jetzt mal hier, ne, strap in, jetzt spielen wir unseren besten Basketball. Von daher Jokic. Freiwürfe, gut, da kann man sich einfach mal auf die Liste gucken, wer ist eigentlich momentan der beste Freiwürfer, das wäre Damian Lillard. Ich habe mich auch hier für Curry entschieden, weil da haben wir lieber die Karriere einfach in der Regel 90%. Ja, Freiwürfe sind Freiwürfe. Restricted Area, also Abschluss am Korb. Ja, da kann man auch überlegen, ne, ist es nur, wie schließt man da ab? Ist es, wie komme ich da überhaupt hin? Das ist ja auch vielleicht gar nicht so schlecht. Muss man hier Größe trennen vom Spieler? Wahrscheinlich kann man das gar nicht so wirklich. Ich habe mich für Antetokounmpo entschieden, Giannis, weil ich denke, der geht mit Vollgas da rein, der hat die Skills, sich da auch durchzuarbeiten durch Kontakt. Man kann dich auch, was ich meine, wie Zion oder so nennen, aber ich finde, Antetokounmpo ist da schon weit vorne. Aber das ist auch, wie gesagt, das ist eine Kategorie hier, die einfach sehr, sehr schwer für mich zu bewerten ist, ehrlich gesagt. Trash Talk, nicht nur, weil ich nächste Woche ja auch dann sehe, dann Orlando, für Joe Ingles entschieden, weil ich mir A denke, das ist jetzt jemand, also ich finde Trash Talk ist natürlich überbewertet auf eine gewisse Art und Weise, wenn wir ehrlich sind. Auf der anderen Seite ist es auch so, es hat schon was für sich, wenn
du selbstbewusst bist, wenn du Basketball spielst und einfach erzählst, den Leuten was erzählst und einfach quatschen kannst und ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, also irgendwie präsent bist, den Gegner das auch irgendwie wissen lässt. Es ist kein Must, aber es ist, wenn du es machst, wenn du es kannst, ist es auf jeden Fall nicht nachteilig. Und bei ihm denke ich nicht, dass der irgendwie mit irgendwelchen Muttersprüchen kommt, sondern dass das auch halbwegs clever ist, was der erzählt. Dass er natürlich auch noch den geilen Akzent dabei hat, also sein Aussie-Akzent. Und dass er da einfach jemand ist, der einfach, wie soll ich das sagen, der ein paar Dinge erzählt, der das clever macht. Ich weiß nicht, ob er jeden aus dem Konzept bringt. Das wäre vielleicht dann so die Kategorie, wo man es am besten bewerten könnte, aber das können wir alles nicht erheben. Von daher gehe ich einfach davon aus, dass ich sage, ja, Mann, ich möchte einfach wissen, was er erzählt. Ich glaube, das würde sich cool anhören für mich mit dem Aussie-Akzent, von daher. Joe Ingles. Midrange hatte ich nicht aufgeschrieben. Gefühlt würde ich mich aber auch da für Jokic entscheiden. Ich weiß nicht, ob er jetzt die besten Quoten hat, ob es da andere gibt. Wahrscheinlich gibt es andere, die mehr von da werfen, aber für mich hat er einfach den Eindruck, und Middlesanz ihm geht es quasi alles, sag ich mal, ja, ist ja eigentlich auch alles außerhalb Restricted Area bis zur Dreierlinie und irgendwie gefühlt, ob er jetzt die Floater-Klinik dann noch einmal macht gegen Wemby, ob er seine Post-Moves macht, die auch Mitteldistanz im Endeffekt sind, ob er wirft aus dem Pick-and-Roll und dann Short-Roll. Von daher, Jokic. Steff Frischling fragt, an Cam Thomas scheinen sich die Geister. Nun haben wir fast eine Saison mit regulärer Spielzeit gesehen. Wie siehst du ihn aktuell und welche Wachstumsmöglichkeiten würdest du ihm realistisch zutrauen? Ich weiß nicht, ob sie ihm in die Geister scheiden. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute ihn eventuell überhöhen, weil er einfach offensiv solche Ausbrüche hat. Ich kann das auch kurz noch mit Zahlen nochmal unterlegen. Das ist ja dieses Jahr auch das Jahr, wo Cam Thomas seinen Durchbruch gefeiert hat, wo er auch jetzt viel gespielt hat. Und zwar seine dritte Saison, er kam von 8,5 Punkten in 17 Minuten, also 18 Minuten, zu 10,6 Punkten in 17 Minuten vergangenes Jahr und jetzt 31 Minuten, 21,5 Punkte. Was witzigerweise dann auf 36 Minuten einen Sprung von 17,4 auf 22,9 auf 25,4 Punkte ausmacht. Wurfquoten sind sogar alle ungefähr gleich. Also eine Dreierquote ein bisschen schlechter als vergangenes Jahr, Zweierquote dafür ein bisschen besser. Und die restlichen Zahlen sind eigentlich alle gleich. Und der Mann ist natürlich ein Walking Bucket. Ne? Also das ist ja auch bekannt. Ne? Wir haben ihn ja auch in Paris gesehen. Und da habe ich auch getweetet am Motto, hey, ich war schon clever von NBA, Cam Thomas hier rüber zu schicken. Natürlich, der Mann ist eine Erfahrung. Ich habe jetzt ein paar Mal schon spielen sehen. Der ist geboren, um zu werfen. Im Guten wie im Schlechten. Wenn er heiße Tage erwischt, dann ist es wirklich ein Erlebnis, ihn spielen zu sehen, weil das auch Würfe sind, wo man die Hälfte der Zeit sagt, um Gottes Willen, Junge, was ist los mit dir? Was machst du da? Wie kommst du da drauf, dass du diesen Wurf nehmen solltest? Aber dann sind die eben auch drin und dann ist es irgendwie auch, ist es cool. Dann ist es wie jetzt, ob man NBA Jam spielt, mit einer Mannschaft, die man eigentlich nicht ausgewählt hat und nicht auswählen wollte und auf einmal geht alles rein. Aber es gibt eben auch die Tage, wo ihm nicht so viel reingeht und dann wird es schnell schwierig und vor allem wird es schwierig, wenn er am eigenen Korb steht. Dann müssen wir auch ehrlich sein, da nach wie vor, also ich habe mal mir die Zahlen hier rausgesucht, das immer mit dem Bewusstsein nehmen, dass Defenses Box plus minus zum Beispiel auch was ist, was ist keine Statistik, die alles abbildet. Aber wenn wir sehen, Defensive Box plus minus vergangenes Jahr minus 2 und dieses Jahr minus 1,9, dann ist das schon ein relativ guter Hinweis, dass da nicht alles total gut funktioniert. Tut es auch nicht. Also vergangenes Jahr war das schlimmer, würde ich sagen. Ich gucke mal kurz, wie seine On-Off-Statistiken dieses Mal sehen. Wie gesagt, nicht, dass die Statistiken alles belegen. Ich weiß noch nicht, was bei On-Off jetzt rauskommt, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es auch für ihn sehr vorteilhaft. Nein. Wenn er nicht auf dem Feld steht, ist die... Also andersrum, wenn er auf dem Feld steht, ist die Defensive 5 Punkte schlechter auf 100 Ballbesitz gerechnet. Das ist schon ziemlich eklatant. Und das weist auch der Augentest aus. Mein vergangenes Jahr war es so, wo man ihn gesehen hat, dachte man sich, um Gottes Willen. Ich habe das schon mal verglichen mit
wenn ihr, weiß nicht, Boxkämpfe euch anguckt und vertraut seid mit Boxen. Bei Boxen, wenn ein Fighter nicht mehr mit dem anderen Fighter face-to-face, sondern sich quasi so umdreht im Rücken, dann ist es ja quasi vorbei. Und dann ist er auch ein bisschen verwirrt vielleicht. Sowas sieht man bei ihm öfter. Also dass er einfach, oder sah man vergangenes Jahr, dass man dachte, Moment mal, das ist ja vollkommen grotesk, was der gerade defensiv da macht. Also nach dem Motto, was denkt er sich da eigentlich gerade? Also da hat man wirklich Angst und Bange um seine kognitiven Fähigkeiten. Dieses Jahr ist das, zumindest die Spiele und die Dinger, die ich gesehen habe, die Partien, okay, in dem Sinne, dass man nicht mehr denkt, um Gottes Willen, müssen wir einen Arzt rufen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er immer richtig steht, immer die richtigen Ideen hat. Und ich glaube, das sind dann auch die größten Wachstumsmöglichkeiten, dass man da natürlich schaut, okay, wie kriegen wir dich dazu, dass du das Teamkonzept verstehst, dass du richtig stehst, dass du nicht negativ auffällst im Sinne von, dass du komplett falsch stehst. Und natürlich wird er oft auch angegangen dann vom Gegner, weil sie wissen, wo die Schwächen liegen. Und ich glaube, das gepaart mit offensiv ein bisschen mehr, also andere Sachen in den Fokus nehmen als nur einen eigenen Abschluss. Diese beiden Geschichten, das wäre, glaube ich, wichtig. Aber ich denke, seine Zukunft, die Vision, die man für sein Spiel haben muss, ist eben von der Bank, Mikrowelle, kann dir, was ich, 18, 20 Punkte geben. Ich denke, sowas wie Norman Powell, das, denke ich, wäre so die Rolle für ihn. Oder Lou Williams. Liebe ist, wenn Treue Spaß macht, fragt. Kann Victor Wembanyama in der nächsten Saison schon zum MVP gekürt werden oder ist es noch zu früh? Für mich ist der MVP immer auch an den Teamerfolg gebunden. Natürlich kann er Zahlen auflegen wie ein MVP im kommenden Jahr. Das ist durchaus möglich. Wir können auch bei ihm einen gewissen Sprung erwarten. Also wenn wir davon ausgehen, dass er eben mehr auflegt als diese 21 Punkte, 11 Rebounds und 4 Assists und nur die Dreierquote vielleicht von 33% ein bisschen ansteigt. Also sagen wir mal, nächstes Jahr bei 25, 12 und ich meine jetzt 3,5 Blocks, 4 Blocks. Und wie 4 Assists. Natürlich sind ja fast jetzt schon MVP-Zahlen. Aber, wie gesagt, eine Mannschaft, also wenn er mal MVP werden will, denke ich, muss die Mannschaft auch eine Chance haben, ins Conference-Finale zu kommen. Da sind die Spurs natürlich extrem weit von entfernt. Von daher würde ich sagen, dass er das nächstes Jahr nicht schafft. Aber warten wir mal die Off-Season ab. Aber es ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wie gesagt, wir leben ja auch nicht in der NBA-Zeit, wo man froh sein muss, wenn ein Spiel solche Zahlen auflegt und man direkt dann sagen muss, okay, jetzt der Rest der Liga ist halt, ist Trash, das ist unser MVP, egal wo er spielt. Nein, wir haben eine Liga, wo wir Leute haben wie Jokic, wie Doncic, wie Antetokounmpo, nur um mal drei zu nennen, wie Tatum etc., die alle auch formidabel abliefern und da muss Wemby sich erstmal hinten anstellen. Joe Rizzo fragt, gibt es einen echten Heimvorteil in der NBA? Mir würde spontan aufgrund der Höhe nur Denver einfallen. Das ist natürlich ein Vorteil, der eingepreist ist, wenn du da spielst, ne, dass da in der Höhe das gewisse Akklimatisierung erstmal braucht vielleicht. Auf der anderen Seite gewinnen die auch nicht jedes Spiel zu Hause, von daher, also jetzt traditionell gesehen, von daher ist es ein Heimvorteil, aber man kriegt schon hin. Natürlich gibt es Arenen, die sind lauter als andere, aber ich würde auch nicht sagen, dass es jedes Mal so ein klarer Heimvorteil ist. Allerdings gibt es natürlich Heimvorteile, wenn die auch ein bisschen mit dem Spielplan zu tun haben. Wenn du da jetzt bist und du hast einen Tag vorher halt woanders gespielt und dann kommst du da jetzt in die Arena, dann ist es natürlich für das Heimteam ein Heimvorteil. Was natürlich nichts mit der Stadt an sich zu tun hat, aber eben mit dem Spielplan. Dann gibt es natürlich Heimvorteile. Sagen wir mal, die Höhe von Denver ist wahrscheinlich die Clubszene von Miami oder die Stripclub-Szene von Atlanta. Das sind dann auch Heimvorteile, wo vielleicht dann der ein oder andere Akteur, wenn er da hinkommt, Schwierigkeiten bekommt dann am Spieltag, einfach weil da ein bisschen andere Sachen noch los sind als nur Basketball. Ansonsten, glaube ich, beschränkt sich der Heimvorteil, dass die Fans Vollgas geben, dass das was total was anderes ist. Wahrscheinlich eher so auf die Playoffs. Weil der Garden kann natürlich wahnsinnig laut werden in New York, wenn die Knicks gut sind. Allerdings, letztes, wo ich da war, war ich auch wieder ein bisschen enttäuscht im Vergleich zum vergangenen Jahr. Von daher, es gibt das Phänomen schon, aber nicht so, wie wir das vielleicht kennen, was weiß ich, aus Bamberg, aus der Bundesliga zum Beispiel, wo ja, habe ich auch schon ewig nichts darüber gehört, ob es immer noch so ist, dass man da hinkommt oder sich jetzt Belgrad in der Euroleague und denkt, um Gottes Willen, was ist hier eigentlich los? Dan fragt ähnlich, wie viele Fans reisen denn mit ihrer Mannschaft auswärts mit? Ist das erlaubt? Erlaubt ist das schon. Das macht halt praktisch keiner, weil die Entfernungen so weit sind. Natürlich, wenn zum Beispiel jetzt am Wochenende haben wir das Spiel Brooklyn gegen die Knicks, da
werden viele Knicks-Fans, ich weiß nicht, ob die in Brooklyn spielen, also ich weiß nur, ich war mal, mein allererstes NBA-Spiel als Journalist, wenn ich mich richtig erinnere, ja klar, war New York bei den New Jersey Nets. Und da war die Halle voll Knicks-Fans. Da waren die Nets aber auch noch echt Trash auch. Das, die Karten waren billig, es war ja auch noch in der alten Halle. Aber da war, sagst du, ein Heimspiel für die Knicks. Generell, wenn sie Brooklyn spielen, sind auch viele Knicks-Fans da. Da gibt es natürlich dann schon mitreisende Fans. Das gleiche ist, wie wenn die Clippers gegen die Lakers spielen. Dann gibt es natürlich, wenn du in L.A. spielst, viele Transplants, also Menschen, vielleicht, keine Ahnung, wenn Dallas da spielt. Dann sind halt viele Menschen aus Dallas, kommen dann in die Halle, natürlich, um Dallas zu sehen. Oder halt auch Slowenen, die dann halt Luka Doncic sehen wollen. Das gleiche ist zum Beispiel in New York. Eben Städte mit einem großen Anteil von Expats, da ist es dann auch so. Aber ansonsten mitreisen, wie willst du das realisieren? Wenn du von Oklahoma City nach Houston oder nach San Antonio, das sind dann 7-8 Stunden, für eins von 82 Spielen da mitzureisen, das ist natürlich nicht so easy. Ne? Das ist vielleicht machbar, wenn man einmal am Wochenende spielt und es eins von 34 Spielen sind. Aber ich meine, selbst in der Basketball-Bundesliga sehen wir jetzt auch nicht viele Fans, die mitreisen von Berlin nach München oder so. Also das ist hier schon was anderes. Auch im Football ist was anderes, aber auch da, wenn du in Pittsburgh bei den Chargers spielst, in LA, die haben natürlich eh jetzt relativ wenig Fans an sich, die Chargers, weil sie einfach auch ein transplantiertes Team sind aus San Diego. Aber erlaubt ist es natürlich. Nur es gibt eben keinen Gäste-Fanblock, es gibt jetzt keine billigen Karten oder sowas. Was es aber gibt, ist, müsste man darauf achten, dass hinter den Bänken oft, aber es gilt auch für die Heimmannschaft, da sind so ein bisschen Family and Friends Karten dann da vorgesehen, also da sitzen dann geradeaus jetzt auch ein bisschen eher die Fans dann von der Auswärtsmannschaft, aber das sind halt Menschen dann, die über das Team, die Spieler dann mit dazukommen. Julian fragt, ich habe jetzt schon in mehreren Podcasts gehört, dass ja die Teamzusammenstellung wegen des neuen CBAs schwerer sei, man schwieriger gut wird und auch lange bleibt. Wie bewertest du deshalb das CBA? Siehst du die Neuerung als sinnvoll an oder gibt es Punkte, die dich stören? Natürlich ist es schwieriger, weil du einfach finanziell nicht mehr so diese Freiheiten hast, diese zweite Luxussteuergrenze und die Sanktionen, die dann kommen. Also heißt, wenn dein Team teuer wird, kriegst du Probleme, dein Team zusammenzuhalten oder nochmal zu verstärken. Das ist, glaube ich, in der Nutshell, worum es halt geht. Das heißt, du kannst zum Beispiel, wie es die Warriors gemacht haben, toll draften, nur wenn die Spieler dann aus ihren Rookie-Verträgen rauskommen nach diesen 4 Jahren. Dann wird es halt dann teuer, je nachdem, wie gut die sind. Und dann spätestens beim zweiten Vertrag wird es dann richtig teuer. Von daher bist du dann Opfer deines eigenen Erfolges so ein bisschen. Das soll ja eigentlich nicht sanktioniert werden. Eigentlich geht es ja darum, dass man sagt, hey, wenn ihr schon geil, relativ gut seid, dass ihr dann auch irgendwie Free Agents dazu holt für teuer Geld, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen keine Superteams mehr. Wir wollen eigentlich eher so in die Richtung NFL, wo jedes Jahr eigentlich auch die Möglichkeit besteht, Worst to First, also dass du letzter in deiner Division geworden bist, aber jetzt durch eine gute Draft, vielleicht ein, zwei Free Agent Entscheidungen bist du wieder mit dabei und kannst deine Division auch gewinnen. So Parity nennen sie es ja hier, also Parität. Das ist relativ wichtig und macht natürlich die NFL auch in dem Sinne interessant, weil man einfach jedes Jahr erstmal gucken muss, welche Teams sind eigentlich richtig gut und welche nicht. Das in der NBA jetzt zu erreichen, da muss man ein bisschen abwarten. Ne? Die Draft ist natürlich um einiges nochmal wichtiger als in der NFL. Nicht komplett im Sinne von, dass es in der NFL zu vernachlässigen wäre. Ne? In der NFL ist die Draft natürlich, weil es auch viel länger ist und viel mehr Spieler kommen, natürlich auch ein wahnsinnig wichtiges Tool und wichtiger als Free Agency, würde ich sagen. Nur, das sind halt 11 Spieler auf jeder Seite des Balles. Im Basketball sind es halt, sagen wir mal 8 und das sind immer die gleichen, die vorne und hinten halt spielen. Das heißt, wenn du einen Superstar ziehst, ich rede jetzt nicht von Patrick Mahomes oder Tom Brady oder so, aber im Basketball, wenn du Steph Curry hast oder einen LeBron James oder was weiß ich, einen Nikola Jokic oder so, dann hast du natürlich schon eine Menge gewonnen. So. Also die Draft ist von der her einfach wichtiger. Und darüber kann man natürlich weiterhin aufbauen. Was mich halt stört, ist, dass wenn du diese Spieler halt gedraftet hast und dann denen auch das Geld bezahlst, dass du an den Punkt kommst, wenn du über mehrere Jahre einfach gut draftest, dass der Markt wahrscheinlich dir das Team auseinanderreißt. Da kann man natürlich auch gucken, was passiert dann mit Trades und so. Oder reguliert der Markt das dann auch wieder mit den Verträgen? Das müssen wir mal abwarten. Ich finde es aber alles in allem, ich glaube, wir werden irgendwann uns eingestehen müssen, dass es vielleicht ein bisschen zu restriktiv ist. Und dass man so diese Angst vor Superteams, die wahrscheinlich dann auch so die Nets zum Beispiel geschürt hatten, dann oder auch die Warriors mit KD,
dass die vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Auf der anderen Seite will man natürlich immer die kleineren Märkte schützen. Wir haben viel mehr kleinere Märkte als große Märkte in der NBA und dass sowas dann durchgeht, als Liga-Gesetz durchgeht, sage ich mal. Da brauchst du die Spieler für und die haben da mit dafür gestimmt. Von daher ist es okay, ist alles irgendwo sinnvoll, aber ich bin mal gespannt, ob wir nicht dann vielleicht in 4, 5 Jahren sitzen und sagen, da gibt es aber auch ein paar Konsequenzen, die wir vielleicht so nicht unbedingt gerne haben. Aber es ist halt so, dass das CBA ist immer eine Geschichte, die immer wieder optimiert wird. Wir werden nie das perfekte CBA haben. Und solange wir ein Salary Cap haben, was ja im Endeffekt da ist, damit die Besitzer sich vor sich selber beschützen können, wird es eben immer Punkte geben, die nicht ganz optimal sind, die irgendwie einschränken, was man machen kann. El Professor fragt, Kevin O'Connor hat schon mehrmals die Idee ins Spiel gebracht, die reguläre Saisonplatzierung aufzuwerten, indem man erstens seinen Gegner in den Playoffs frei wählen darf und dann der zweite etc., also das erste wählen darf und dann der zweite, würde mehr Würze bringen und absichtliches Verlieren am Ende für besseres Matchup entgegenwirken. Deine Meinung dazu? Habe ich, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mal gesagt. Finde ich eine gute Geschichte. Ich denke aber, die NBA wird es wahrscheinlich nicht machen. Ich meine, die NBA, muss man auch ehrlicherweise sagen, hat sich, glaube ich, schon die Hose geschissen, als sie hier, als die Spieler ihre Teams wählen mussten. Was ich eigentlich immer eine coole Sache fand beim All-Star-Weekend, obwohl es auch jetzt nicht viel gebracht hat, aber es war zumindest ein toller TV-Moment in der Regel. Ich finde das gut. Ich finde das gut, wenn man sagen würde, hey, wir machen eine Selections-Show vor den Playoffs. Die Teams schicken einen Abgeordneten, sage ich mal, dahin und dann wird verkündet, ne, das First Team in jeder Conference kann sagen, ey, wir wollen gegen die. Also ich in diesem Jahr, wenn wir jetzt davon ausgehen, es bleibt, sagen wir mal, die Playoffs beginnen morgen und hier in meinem Hotelzimmer hier in Miami, morgen geht's los. Und Jason Tatum ist da, Antetokounmpo ist da, Donovan Mitchell ist da und Franz Wagner und dann fängt Jason Tatum an und sagt, ja, wir als Boston Celtics, wir sagen mal, die Top 18 ist drin, wir würden in der ersten Runde gerne gegen die Indiana Pacers spielen. Und dann wird kurz Tyrese Halliburton interviewt und sagt, oh, okay, let's get it on. Und dann kommt Milwaukee und sagt, wir würden gerne gegen Orlando Magic spielen. Und dann sagt Franz Wagner, oh, ob euch da nicht vielleicht ein bisschen zu viel abgebissen habt vom Playoff-Kuchen. Und das fände ich eigentlich eine coole Geschichte. Würde Würze reinbringen, bin ich vollkommen bei dir und bei Kevin O'Connor von The Ringer ist er ja. Let's do it. Fände ich richtig gut. Auf der anderen Seite, also wertet es dann jetzt die reguläre Season-Platzierung so weit auf? Auf der einen Seite schon, weil ich mir denke, wenn wir überlegen, Miami vergangenes Jahr, wenn man jetzt als Boston hat Boston letztes Jahr das Top? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, ich krieg schon nicht mehr zusammen. Aber wenn du als Top-Team sagst, hey, wir wollen aber nicht gegen das Team spielen, was jetzt lange Verletzte hatte und dann durchs Play-In reinkommen, weil die waren eigentlich besser, als die Platzierung darstellt, da finde ich es natürlich richtig, dass man das dann auch macht. Wer hätte das gedacht, fragt. Am Ende geht es doch um Geld verdienen. Was genau hindert die Liga noch daran, größere Trikotwerbung zuzulassen? Wer sind Für- oder Gegensprecher? Keine Ahnung, wer dafür oder dagegen spricht, ehrlich gesagt. Was dafür oder dagegen spricht, ist natürlich zum einen, dass das im amerikanischen Sport nicht wirklich verankert ist, mit großer Werbung. Klar gibt es in der MLS, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber das ist, glaube ich, einfach auch eine ästhetische Frage oft. Und man kann natürlich sagen, ja, es geht ums Geld und mehr Werbung gibt mehr Geld. Na gut, aber Trikotverkäufe bringen ja auch Geld. Und wenn man jetzt den Eindruck hat, naja, dann sagen aber die Fans, Moment mal, ich habe eigentlich keinen Bock auf die fette Herbalife-Werbung hier auf dem Trikot, keine Ahnung, der Jazz. Das Trikot hole ich mir nicht, das ist hässlich. Dann kann ich das vollkommen nachvollziehen aus Fansicht. Und B, kann ich nachvollziehen, wenn die Liga sagt, also bevor wir uns da das kaputt machen, und dann lassen wir lieber hier oben ein kleines Logo am Ärmel haben und dann ist erstmal gut. Ob sich das irgendwann mal ändert, ist eine andere Frage. Gleichzeitig muss man sagen, man muss ja auch dann genau gucken, wie viel Geld geht der NBA eigentlich durch die Lappen, durch das kleinere Logo hier, die dann vielleicht eine gesteigerten Ticketverkäufe und wie viel mehr könnte man denn bekommen, wenn jetzt ein größeres Logo in der Mitte drauf wäre. Also ist es dann eklatant viel mehr Geld? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube ehrlich gesagt, auch wenn man sieht, wo die NBA ihr Geld verdient, eben durch TV-Verträge, national, lokal, Merchandise etc. Ich denke, dass Trikotwerbung, wenn all die Sachen zusammengenommen werden, auch Ticketverkäufe etc., wahrscheinlich einfach auch einen verschwindend geringen Teil ausmachen pro Franchise. Und dass man deswegen auch
da das gar nicht so weit oben auf der Tagesordnung hat. Anthony Adu fragt, die Olympiagruppen für die Damen und Herren sind ausgelost. Wie machbar hältst du die Zuteilung? Für die deutsche Mannschaft muss man sagen, wir wissen ja noch nicht alles, wir wissen, dass es Frankreich ist, wir wissen, dass es Japan ist, was mich sehr freut. Japaner haben wir ins Herz geschlossen, wir deutschen Journalisten auf Okinawa. Und dann der Qualifikant des Turniers in Lettland, das kann Brasilien, Kamerun, Georgien, Lettland, Montenegro oder die Philippinen sein. Ich würde sagen, Lettland ist der schwerste Gegner. Und auch ein kleiner Angstgegner vielleicht, wenn wir ans Viertelfinale zurückdenken, der WM. Von daher für Deutschland natürlich keine leichte Gruppe, aber die gibt es ja sicherlich auch nicht bei Olympia. Aber als Weltmeister denke ich, es hätte schlimmer kommen können auf jeden Fall. Japan musst du eigentlich schlagen natürlich, auch wenn das eine Truppe war, die sich einfach dann auch toll präsentiert hat und dann auch zu Recht für Olympia qualifiziert hat. Frankreich, naja, die kennen wir. Natürlich wird da jetzt mit Wembanyama ein bisschen mehr los sein, haben aber keine gute WM gespielt. Haben sich auch was gut zu machen, sind das Heimteam in Lille. Da wird meiner Ansicht nach im Gruppensieg gehen, aber muss man sich verstecken? Ich denke nicht. Und am Ende des Tages ist es so, als Weltmeister musst du eh davon ausgehen, dass du Favorit bist und das sind sie auch. Was die Gruppe der Frauen angeht, boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das schwerer hätte gehen können. Die USA natürlich mit den Stars, die kommen werden, natürlich mit der Top-Favorit. Belgien hat, glaube ich, beim Quali-Turnier sogar die USA geschlagen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und Japan war in Tokio im Finale. Das war das einzige Basketballspiel, was ich damals von den Olympischen Spielen gesehen habe im Urlaub. Von daher, das wird bretthart. Aber natürlich die deutsche Damen-Nationalmannschaft geht mit ganz anderen Voraussetzungen rein. Tolle Quali gespielt, gar keine Frage. Aber die sind natürlich eher sowieso als Außenseiter und nicht mit diesem Status Weltmeister jetzt in dieses Turnier, in das sie gehen. Von daher, da können wir uns auf tolle Spiele freuen mit tollen Gegnern. Und da, ich glaube, wieder der Spielplan wieder einen Tag Frauen, einen Tag Herren ist, kann man da natürlich auch beides sich angucken. Tony Horn fragt, Anthony Edwards visiert auch für Paris einen Startplatz im Team USA an. Denkst du, das ist für ihn realistisch? Wer kann ihm auf den Guard-Positionen da einen Strich durch die Rechnung machen? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wissen alle noch nicht, wer wirklich alles dabei ist. Ne? Ich denke, wenn Steph Curry spielt, dann ist er als Starter, glaube ich, mal gesetzt. Aber an seiner Seite würde ich sagen, würde ich mich schwer tun, jetzt jemanden Besseren zu finden als Anthony Edwards. Theoretisch. Ne, jung, athletisch, vorne wie hinten kann er dominieren. Allerdings haben wir auch zum Beispiel auch im Halbfinale gegen Deutschland gesehen, hat er nicht unbedingt defensiv dominiert, müssen wir auch sagen. Aber wir wissen nicht, wer alles spielt. Natürlich jemand wie Devin Booker ist natürlich ein größerer Star, vielleicht nicht eher den, warum nicht eher den mitnehmen? Warten wir es einfach mal ab. Ich denke aber, dass wenn es eine Mannschaft ist, die es wirklich star-studded ist und mit vielen, vielen Guards kommt, sich in Donovan Mitchell dabei sein will, etc., da liegt es natürlich auch an Steve Kerr dann, nicht nur auf die Leistung zu schauen, sondern auch zu gucken, wie kann ich Team zusammenbauen, wo auch alle halbwegs mit ihrer Rolle zufrieden sind und das irgendwie funktioniert. Und dann geht es natürlich schnell auch an die individuellen Begehrlichkeiten. Dass jemand wie Edwards das möchte und den nächsten Step gehen will, nicht von der Bank kommen will, verstehe ich. Das muss dann halt Kerr moderieren. Leistungstechnisch, wie gesagt, ich fände ihn da sehr passend neben Curry. Aber die Frage ist auch, will man vielleicht damit jemanden wie Jrue Holiday nochmal defensiv nochmal ein bisschen mehr Bums da reinbringen? Ich bin sehr gespannt, aber solange wir den Kader nicht ultimativ kennen, können wir da auch nicht wirklich, weil wir auch nicht wissen, wie dann die Rotation aussieht, können wir da jetzt auch nicht realistisch darüber reden, ehrlich gesagt. Desmond Mason fragt, fast nebenan von dir, also in Atlanta, hat ja Overtime Elite eine Halle gebaut und richtet dort eine eigene Liga für Nachwuchsspieler aus. Ich habe die Saison ein paar Mal in die Spiele reingeschaut und war teils erschüttert über die vogelwilde Spielweise und das Ego-Gespiele. Wie bewertest du diese Liga im Vergleich zur NCAA der Männer? Ist es ein gutes Sprungbrett zur NBA? Besonders auffällig finde ich den extremen Social-Media-Hype, der um die einzelnen Mannschaften und einzelne Spieler gemacht wird. Ja, Social-Media-Hype, das ist ja das, was Overtime, also ist ja die Company dahinter, das hat die ja groß gemacht. Von daher, das ist ja auch einer der Selling Points. Ja, naja, und die, klar, die haben diese Jugend-Nachwuchsliga da jetzt, sage ich mal, die geben den Kids auch Seminare an die Hand. Ich glaube, Cameron Anthony ist ja auch einer von den Investoren und so.
Und die wollen die Kinder, oder die Kids, die Teenies vorbereiten auf die NBA. So. Beziehungsweise kam ja gestern auch die Meldung raus, dass das G-League Ignite Team aufgelöst wird, was ja einen ganz ähnlichen Ansatz gefahren hat im Sinne von, ne, eine andere, also kein ähnlicher Ansatz, aber eine ähnliche Idee hat im Sinne von, hey, wir geben Youngstern die Chance, ihr müsst nicht nach Europa gehen, nicht in die Fieberwelt raus, wenn ihr nicht College spielen wollt, ihr könnt auch im NBA-Umfeld, in der G-League-Umfeld könnt ihr euch auch dann vorbereiten auf die beste Liga der Welt. Deswegen ist es bei der OT ja auch, also bei Overtime Elite. Ich habe auch schon mal reingeguckt und war jetzt auch nicht unbedingt angetan, sagen wir es mal so, von der Spielweise dort. Allerdings weiß ich nicht, wie das Training sonst Tag für Tag dort ist. Wir müssen einfach abwarten, inwiefern sich diese Spieler entwickeln. Genau wie die G-League Ignite-Spieler, da haben wir jetzt auch ein paar in der NBA halt schon. Zuletzt natürlich auch Scoot Henderson. Da muss man noch ein paar Jahre warten, glaube ich, um zu sehen, ob, und was die auch vielleicht später nochmal sagen und was auch die Liga dann sagt, hey, war das ein Erfolg oder haben diese Spieler vielleicht einige Sachen verpasst, die sie lernen müssen. Ich bin kein Fan von Overtime Elite, aber ich habe auch zu wenig Einblick in das, was tagtäglich da passiert, sagt, was mit diesen Seminaren ist, was mit individuellen Skills ist. Und wir haben auch noch keine großen, sag mal, Vergleichswerte, was aus den Spielern dann in der NBA geworden ist. Von daher, ich gucke es mir nicht wirklich nachhaltig jetzt an, weil es aber einfach, es ist nicht Play the Right Way, was heute schon mal hier Thema war. Von daher, ich bin gespannt. Phil Januszewski. Der kometenhafte Aufstieg von End One wurde ja kürzlich an einer Netflix-Doku aufgearbeitet. Wie hast du den Hype um Streetball damals wahrgenommen und fehlt dir aus heutiger Sicht eine Basketball-Brand, die Nike die Stirn bieten kann? Der Hype war natürlich toll damals. Das war ja was ganz anderes. Die Mixtapes haben wir, glaube ich, alle rauf und runter geguckt, Anfang der 2000er. Ich habe auch schon mal die Story erzählt, dass wir damals ja auch mit XXL Basketball also Partner von denen waren und dann eingeladen waren auf die End One Party da in Washington und da Mixtapes mitgenommen haben ohne Ende und so und Schuhe und alles. Das war schon cool, das war eine coole Zeit, aber glaube ich, wie man auch in der Doku sieht, das war halt dann auch was, was sehr schnell auch wieder vorbei war, die aus Gründen, die jetzt nicht unbedingt nur bei End One, oder sag mal, Gründe waren nicht nur bei der Brand lagen, sondern auch Geldgründe etc. Haben sie damals Nike die Stirn geboten? Irgendwie ja, gerade hier auch marketingtechnisch. Ich war ja auch mal bei denen im Headquarters damals dabei, Philadelphia. Es war schon cool mit ihrer eigenen Halle und so. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Schuhe, ich habe öfter mit noch welchen von denen gespielt. Manche waren super schnell kaputt, manche haben echt lange gehalten. Ich bin auch ein großer Fan von den Two Chillin', die jetzt ja wieder aufgelegt wurden, die ich mir wieder in England bestellt habe. Aber so richtig, wie gesagt, es lief ja nicht über Jahre. Ne? Ich glaube, Adidas hat auch mal ein paar gute Schuhe gemacht und hat dann eine gute Zeit gehabt und dann war es auch wieder vorbei. Nike hat da irgendwie, glaube ich, gerade so designtechnisch einfach aus irgendwelchen Gründen seit Jahrzehnten jetzt die Nase vorne. Und jetzt bei Adidas sagen jetzt ja viele, also zum Beispiel den Anthony Edwards Schuh und so, das ist das Comeback oder der neue Harden. Ich muss die mir mal anziehen. Ich fand jetzt zum Beispiel den Edwards, habe ich gesehen in New York, da im Adidas Store, fand jetzt vom Visual her auch ein bisschen schwer. Also ich fand ihn schwer vom Anfassen und vom Visual her wie ein bisschen komisch. Aber ich muss mal mit dem wahrscheinlich auch mal spielen. Aber ja, Konkurrenz belebt natürlich immer das Geschäft. Von daher würde ich mich freuen, wenn da ein bisschen mehr kommen würde. Es gibt immer wieder Versuche, jetzt New Balance oder Puma gab es ja auch. War ich aber auch von allen nicht wirklich überzeugt. Und oftmals kommen dann ja auch die Schuhe gar nicht in Deutschland an. Aber das ja, wäre gut, wenn wir da ein bisschen mehr hätten, auf jeden Fall. Han Uhr fragt, schaust du dir March Madness genauer an oder nur so nebenbei an und hast du dir schon einmal Spiele von Tristan da Silva angeschaut? Ich habe Tristan da Silva schon ein, zwei Mal gesehen, ja, aber das wäre jetzt zu wenig, um abschließend den Scouting Report zu bringen, aber es ist ja natürlich einer, der hier in der NCAA für Furore sorgt und es ist schön, dass wir immer wieder Deutsche da haben. Ich meine, das ist nicht nur jetzt, früher war das ja mal so der Weg, den man gehen musste als deutscher Nachwuchsspieler, um irgendwie auch mal Richtung NBA Ansprüche anzumelden, weil es ist ja lange nicht mehr so. Aber wir haben es bei den Wagner-Brüdern gesehen, jetzt bei den Da Silva-Brüdern. Das ist dann auch ein Weg, den man gehen kann und auch eine tolle Erfahrung sicherlich. Ich schaue March Madness aber eigentlich im Endeffekt mittlerweile nur noch, wenn wirklich March Madness ist. Jetzt, gestern Abend haben wir ein bisschen was geguckt, dann war aber der Sturm. Hier regnet es auch wirklich in Strömen gerade wieder. Das Gewitter, das wir gerade mitnehmen hier in den ersten beiden Tagen leider. So krass, dass irgendwie die Satellitenanlage, wo jetzt mitgenommen wurde, da konnte man nicht viel gucken von, was war das, North Carolina State gegen Texas Tech, genau. Von daher, ja, March Madness Zuschauer, sonst, weil einfach auch die Namen jetzt fehlen, weil wir haben einfach in der NCAA das Phänomen bei den Männern, bei den Frauen ist ganz das Gegenteil. Frauen, da haben sich als Superstars gebildet mit Caitlin Clark, Angel Reese,
die heißt die von LSU, ich finde den Namen nicht ein. Was da sind die Spielerinnen 3-4 Jahre am College, da kriegt man Narrativ mit. Das ist dann natürlich cool. Bei den Männern, die Besten sind ein Jahr da, wenn sie überhaupt hingehen mittlerweile. Und dann guckst du dir das an und guckst dir eigentlich nur auf, okay, vielleicht wie machen das die Top-Draft-Talente. Da fehlt ja wirklich dieser Story-Arc, den wir vielleicht noch bei Magic and Bird hatten, das ist auch schon 40 Jahre her. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich Spieler nicht 2-3 Jahre sehe, wenn ich Teams nicht entwickeln sehe, dann ist die NCAA natürlich, auch weil der Basketball selber auch manchmal einfach schwer anzuschauen ist, einfach wirklich kein attraktives Produkt, bis es dann in diese Do-or-Die-Situation geht. Fabi fragt, hatte beim SWR zuletzt ein Video zu der Spielerentwicklung in Ulm gesehen. Wie werden so Ausbildungsvereine eigentlich entlohnt, wenn ihre Spieler von NBA-Teams gedraftet werden? Kommt drauf an, was in Verträgen steht. Also wenn das Spieler sind, die Verträge haben, die natürlich dann enden, wenn sie gedraftet werden zum Beispiel, dann kriegen sie natürlich kein Geld. Dann sind die weg und dann ist gut. Dann kriegt man ein Renommee im Endeffekt, kriegt man dann vielleicht den nächsten, zum Beispiel jetzt gucken, Killian Hayes oder jetzt Nunez, dann entscheidet sich vielleicht das nächste Talent, was NBA-Potenzial hat, dann auch für Ulm, um da zu spielen. Man nimmt die Spieler ein bisschen mit und entwickelt die und hat dann ne, vielleicht dann einfach ein paar Jahre mal gute Spieler. Also Renommee nimmt man natürlich dann mit. Geld, sagt, wenn es ein Vertrag ist, aber die meisten Spieler werden das nicht unterschreiben, wo quasi ein NBA, der längerfristig ist, wo es vielleicht auch keinen NBA-Out gibt, oder wenn es einen NBA-Out gibt, wo eine Ablösesumme drinsteht, dann kriegt man diese Ablösesumme. Nur, wie gesagt, diese Ablösesumme, das machen dann doch die wenigsten Spieler. Klar gab es auch schon Beispiele, dass europäische Talente längerfristig unterschrieben haben bei ihren Vereinen und dann war da halt eine Summe drin, die hat dann die NBA zum Teil bestimmt, also die Teams dürfen ja nur bis zum gewissen Teil, ich weiß noch, glaube ich, $300.000 bezahlen und den Rest, wenn es eine größere Ablösesumme ist, kann natürlich der Spieler dann berappen, weil er sagt, ich kriege ja die Millionen dann später von der NBA als Gehalt. Aber vor allem geht es halt ums Renommee und eben, dass man dann Spieler hat, die jung sind und vielleicht hat man diese Spieler genau, wenn sie einen Sprung machen und dann helfen sie einem, vielleicht auch deutscher Meister etc. zu werden. Chris Berlin wahrscheinlich fragt, gibt es vielleicht wieder ein Moritz und Franz Interview? Bis heute eines meiner absoluten Highlights, Sport-Podcast übergreifend, super interessante Einblicke, man hatte das Gefühl, die Jungs dabei auch noch irgendwie mal kennenzulernen. Dafür, das war oberstes Regal nach meinem Dafürhalten. Ja, nach meinem Dafürhalten auch. Ich habe den auch schon geschrieben, den beiden natürlich. Das Problem ist, wir sind jetzt ehrlich gesagt erst in Miami und dann sind wir in Orlando und haben eigentlich nur einen Tag, wo kein Spiel ist. Habe ich es aber auch beiden geschrieben, wenn das an dem Tag nicht funktionieren sollte, dann komme ich auch gerne vorher einen Tag schon mal hoch nach Orlando und dann penne ich eine Nacht da und fahre ich wieder zurück oder so. Mal gucken. Es ist immer schwierig, weil natürlich auf die Spieler auch eine Menge einprasselt, ne, und dann auch eine Menge andere Termine es manchmal gibt. Die beiden gucken jetzt, wie es passt und dann schauen wir mal. Aber natürlich will ich das gerne machen, einfach weil ich natürlich auch denke, das war ja damals, das war vor etwas über einem Jahr genau, als wir da knapp 2 Stunden saßen. Das war natürlich einer der, klar, besten Spieler-Podcasts, die wir jeweils über God Next gemacht haben. Von daher wäre natürlich sehr, sehr nice, wenn das funktioniert. Aber wie gesagt, es ist immer so eine Geschichte, da steckt man oft dann auch nicht drin. KLG fragt, ich weiß nicht, ob du darüber gesprochen hast, aber wie kommt es zum The Zone Comeback? Du hattest Sommer ja zeitliche Gründe genannt. Jetzt kommt das Housekeeping hier gerade. Mein Bruder sagt kurz, dass wir es nicht brauchen. Okay, wunderbar. Das ist das Live-Podcast hier, da ist sowas halt auch drin. Du hattest im Sommer zeitliche Gründe genannt, bla bla bla, zu den Erholungsphasen. Ich mache die mal kürzer jetzt hier. Und bei ihm ist es so, dass er die Berichterstattung mittlerweile schwächer als am Anfang findet, weniger Input zwischen den Pausen und man sieht momentan niemand mehr aktiv im Bild. Vielleicht ist es auch nur meine falsche Wahrnehmung. Erstmal, warum ich zurück bin, ich habe es ja gesagt, dass ich gerne wieder einsteigen würde, wenn ich denke, dass ich wieder erholt genug bin, um halt auch das nochmal drauf zu packen auf mein Arbeitstableau. Und das sind ja dann in der Regel Spiele am Wochenende und die wollte ich mir erstmal einfach frei haben, weil ich gemerkt habe, ich brauche erstmal diese Erholungsräume. Das hatte ich jetzt halt wieder, ich habe auch schon mal drüber gesprochen, deswegen mache ich es ganz kurz. Ich habe dann gesagt, wenn ihr mich zurückhaben wollt, bin ich gerne wieder dabei. Habe ich die ersten beiden Spiele kommentiert. Jetzt am letzten Saisonwochenende werde ich auch nochmal 2 Spiele machen. Ich glaube, Lakers gegen Cavs, glaube ich, und dann mache ich die NBA 360-Konferenz, beide Teile, und dann geht es in die Playoffs. Und da habe ich dann auch eingeplant, soviel ich weiß.
Und ich freue mich drauf. Und ich habe es vermisst. Es ist einfach ein anderes Arbeiten, live irgendwas zu kommentieren. Und habe einfach Bock darauf wieder. Und habe jetzt aber auch das so hinbekommen, auch mit der Familie so abgesprochen, dass dann, wenn was ist, gerade jetzt Playoffs, wenn ich nachts arbeiten muss, dass dann meine Mutter auch meine Kinder betreuen übernimmt am nächsten Morgen. Das ist ja nicht, was ich bis 5 kommentiere und dann muss ich um 7 eigentlich schon das Kind wieder zur Schule bringen. Nee, das macht dann alles dann die Family. Deswegen it takes a village, wie man so schön sagt. Was die Berichterstattung angeht, ich meine, klar, im ersten Jahr war das noch was ganz anderes, obwohl das jedes Spiel wurde mit zwei Menschen besetzt, also mit Kommentator und mit Experte. Wir haben viele, viele Showcases gemacht, also mit Halbzeit, Analyse etc. Ich weiß gar nicht, ich sag nicht, was da jetzt Richtung Playoffs geplant ist. Aber also allein die Tatsache, dass ich ja zum Beispiel von zu Hause jetzt alles kommentiere mit dem Flypack, das ist natürlich für mich ein absoluter Gamechanger, sonst könnte ich es auch immer noch nicht machen. Weil einfach die Reiserei natürlich einfach auch eine Riesenbelastung war über die Jahre. Von daher, ja, kann ich schon verstehen, dass man sagt, hey, mir fehlen diese Analysen, mir fehlen da gewisse Geschichten. Das stimmt. Auf der anderen Seite haben wir es ja bei den Finals dann letztes auch immer noch gemacht. Oder glaube ich sogar auch bei ein, zwei Playoff-Spielen, die sehr wichtig waren. Ich sage, was dieses Jahr geplant ist, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich bin wieder dabei. Ich versuche es natürlich so gut zu machen, wie ich es irgendwie kann. Und wenn euch das gefällt, das freut mich natürlich. Und wenn ihr natürlich auch gerne Feedback dann gebt, wenn was besser gemacht werden soll. Und sagt, das nächste Spiel ist, ich gucke es nochmal direkt nach, damit ich es hier nicht falsch erzähle, aber ich glaube, es ist dann der 13. Nee, ist sogar das Wochenende bevor, die Saison zu Ende ist. Am 6.4. mache ich, genau, um 21.30 Uhr Lakers gegen Cavs und am 14.4. ab 19 Uhr, letzter Spieltag der regulären Saison, dann die komplette Konferenz. Steph fragt, mich würde interessieren, wie viel Arbeitsaufwand dahinter steckt, um dich auf das Kommentieren eines Spiels bei der Saison vorzubereiten. Auf was liegt dabei dein Hauptaugenmerk? Geil, dass du wieder dabei bist. Ja, vielen Dank dafür. Das kommt ein bisschen darauf an. Wenn es manchmal, die ich schon ein paar Mal gesehen habe, dann ist es eher wahrscheinlich ein bisschen weniger Vorbereitung. Wenn es ein Team ist, wo ich zuletzt vielleicht nur Highlights gesehen habe und die Spiele, die ich ganz gesehen habe, ein bisschen länger zurückliegen, dann brauche ich da ein bisschen mehr. Also ich versuche natürlich dann schon, sag mal, ich habe gar keinen Überblick, wie die Mannschaften, die ich jetzt da sehe, wie die zuletzt gespielt haben. Die haben vielleicht zuletzt nicht gegeneinander gespielt. Dann gucke ich mir schon so 2 bis 3 Partien an von jedem Team, je nachdem. Also manchmal einfach im Schnelldurchlauf gibt es ja diese Condensed Games. Dann gucke ich mir vielleicht ein paar Crunch-Time-Phasen ein bisschen genauer an. Das kommt immer ein bisschen, hängt ein bisschen davon ab, wie die Geschichte von so einem Team in der Saison sich erzählt hat. Da gab es große Verletzungen. Beispiel bei Şengün, Rockets, wenn ich Rockets noch machen müsste, müsste ich mir nicht unbedingt die Rockets angucken, wie sie mit Şengün gespielt haben, sondern ich müsste mir angucken, wie war es jetzt ohne Şengün. Müssen wir die Zahlen anschauen. Gab es da gewisse Veränderungen. Stellenweise, wenn ich jetzt nicht schon selber einen guten Überblick habe, wie die Basketball spielen oder wenn die vielleicht strategisch mal Sachen machen, die ein bisschen anders sind, versuche ich da im Vorfeld natürlich drauf zu schauen und zu gucken, okay, gibt es da Besonderheiten, die ich so nicht auf dem Schirm habe, aber die ich vielleicht dann ansprechen kann. Dann ist natürlich so das Studium der Blogosphäre immer noch dabei, weil da natürlich so die Fans sind, die jeden Tag mit dem Team beschäftigen, die dann vielleicht ein paar Fragen haben oder ein paar Sachen analysieren oder ein paar Sachen ansprechen, die man nicht so in den nationalen US-Medien liest und die man selber auch nicht auf dem Schirm haben kann, wenn man nicht tagtäglich sich damit beschäftigt. Da gucke ich dann gerne nochmal rein. Und ich würde sagen, pro Spiel so roundabout, sag mal, es mehr, mal es weniger, würde ich sagen, so 2 bis 3 Stunden sitzt man da schon dran. Playoff-Spiel ist noch was anderes. Ja, also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, eine Playoff-Serie mir angucke und ich steige meinetwegen in Spiel 5 erst ein, dann gucke ich mir nicht alle 4 Spiele an, sicherlich davor, wenn ich sie nicht eh schon gesehen habe, aber sicherlich Spiel 4, Spiel 3 komplett und dann wirklich auch nicht Condensed Games, sondern dann wirklich jeden Ballbesitz auch mit zurückspulen, weil dann einfach auch ein bisschen in Playoff-Serie ein bisschen klarer sein muss für mich, was ist passiert von der einen Partie bis zur nächsten. Um so Adjustments etc. mitzunehmen. Allerdings ist es auch so, den Luxus, den ich habe, ist, dass ich mich das ganze Jahr immer damit kümmere. Ich habe natürlich schon, ich muss jetzt nicht für jeden Spieler mir einen Scouting Report aufschreiben, weil das habe ich ja schon irgendwie im Kopf zu den allermeisten. Wenn es welche gibt, die ich nicht so gut kenne, dann klar, muss ich ein bisschen genauer drauf gucken. Aber es lässt sich schwer beziffern, so, weil auch viel Arbeit damit reingeht, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in dieser Kernvorbereitung kurz vor der Partie ist. Aber ihr merkt schon, das ist nichts, wo man einfach hingehen kann und sagen kann, so, heute kommentiere ich mal Jazz gegen Spurs. Da ist schon, gehört schon ein bisschen mehr mit dazu.
Ja, das war's für heute. Ich möchte euch nur eins auf ans Herz legen am Ende. Wenn ihr die Kobi-Ausgabe noch nicht bekommen habt, alle Abonnenten kriegen die ja natürlich, die ist auf dem Weg. Die kam jetzt gestern, glaube ich, bei vielen an. Post braucht bis zu 10 Tage, von daher müsst ihr euch nicht jetzt mailen. Mailt in 8 Tagen vielleicht, wenn sie noch nicht da ist bis dahin. Ansonsten, wenn ihr sagt, oh, die ist draußen, ist sie gut? Ja, also bis jetzt sind alle sehr begeistert. gotnextmac.de/shop, da kriegt ihr die, auch wenn ich hier bin, weil ich verschicke die nächstes Mal alles der Versanddienstleister. Würde mich freuen, wenn uns da die Regale leer räumt, denn die Kobi-Ausgabe ist, glaube ich, vielleicht sogar die beste, die wir bis jetzt gemacht haben. In diesem Sinne, drückt die Daumen, dass es mit den Wagners klappt. Wir sprechen uns wieder, wenn ihr Premium-Supporter seid, gleich hier nach. Ich nehme mit Dean den 1-2-3 Podcast Teil 2 auf. Also wer hat denn schon den besten, zweitbesten, drittbesten Spieler des Meisterschaftsteams? Darauf könnt ihr euch freuen. patreon.com/drevogt. Da könnt ihr unterstützen und euch das sichern. Haut rein. Ciao.